Eieiei. Ich wollte nicht extra Schuhe anziehen, weil die habe ich aus Bequemlichkeitsgründen immer noch aus. Das ist schon einfach klasse hier, ne? So hier schöne Natur, Käffchen. Ganz angenehm. So, ich drehe mir noch eine und dann ja, schauen wir mal irgendwie. Ich komme im Augenblick auch zu nichts. Aber ich habe diese Materialien da. Ne? Habe ich ja schon erzählt. Die lange Stange im Hintergrund sieht man ja schon vielleicht. Werde ich dann nachher noch mal ein bisschen sägen oder so. Gucken wir mal. Also im Augenblick. Oh, alles andere. Ja, wie sagt man, ein vollgefressener Bauch arbeitet nicht gern, ne? Oder wie war das? Aber wichtig ist, dass es Spaß macht, ne? Und mir macht das hier total Spaß. So viele verschiedene Dinge. Vor allen Dingen, man hat keinen Druck, man kann sich mal damit beschäftigen und dann wieder damit beschäftigen. Ja. So holt man sich mal da eine Stange, dann hat man da eine Stange und dann mal sägen und so. Also das ist so das absolut genießen Ding. Ja, also ich habe jetzt die letzten zwei Male ja nicht den Weg hierher gefilmt. Ich denke, das habe ich schon so oft gemacht, ne? Das ist echt ziemlich brutal. Naja, denk mal, das passt so auch schon, oder? Also ich weiß nicht, ich denke mal, so zwei gute Stunden werde ich wohl noch haben. Wo ich ankam, war die Sonne da. Ne? Und jetzt ist sie da. Wie konnte das passieren? Dreht die Sonne sich vielleicht um die Erde? Ich weiß nicht. Das bringt mich glatt zu diesen flache Erde-Leuten. Ist schon eine seltsame Kiste. Naja. Habe ich auch zwei Videos zu gemacht und teilweise ganz schön böse Kommentare bekommen.
Das ist ja sowieso nicht auf diesem Kanal hier. Ach so. Vielleicht sollte ich den Kanal nochmal umbenennen. Weil Krimskrams trifft es ja auch nicht so genau, ne? Und vielleicht fällt ja dem einen oder anderen was ein, wie ich den nennen kann. Vielleicht Rauchen im Wald. Oh, böse, böse. Das wird bestimmt wieder so ein monsterlanger Film. Mist, jetzt habe ich die zweite Kamera nicht mit dabei. Ansonsten könnte ich jetzt hier von dieser Position aus die Kamera da filmen, wie sie gerade filmt. Und dann hätten wir einen Film im Film. Tada! Das wäre interessant. Ah. Ist schon lustig. Aber ist echt schon eine ganz andere Nummer, so ganz ohne Stress. Ich habe mich gestern noch mal ein bisschen mit diesem Hängematten-Thema beschäftigt. Und, tja, ich weiß nicht. Da gibt es ja welche mit Moskitonetz und welche ohne. Und gerade die eine mit Moskitonetz, die ist natürlich bei ASMC jetzt ausverkauft, ne? Aber vielleicht könnte ich sie ja wirklich über Amazon bestellen. Snookpack Dschungel oder so wie die heißt. Naja, schauen wir mal. Jetzt in dieser Woche wird das ja eh nichts. Ey, mir fällt gerade ein. So lange kann ich ja auch nicht bleiben. Moment. Ja, 15 Uhr haben wir jetzt. Ah, doch noch ein bisschen Zeit. Mir fiel gerade ein, dass ich den Norbert ja noch zurück nach Pyrmont fahren muss. Eiderdaus. Naja, mache ich ja gern. Ha, wenn ich mich ganz gerade aufrichte, ist mein Kopf weg. Naja, mach nichts. So. Aufgeraucht. Kaffee alle.
Einen Schluck noch. So. Ah, bisschen was in den Bart gegangen. Na, macht nichts, habe ich für später was. Na gut, ich mach dann erstmal wieder aus. Ja, meld mich nachher irgendwann mal wieder. Jupp. Ja, mal ein kleiner Zwischenbericht. So, ich habe also da sieben so eine Dinger gesägt. Und ja, das geht ganz schön auf die Arme. Ja, mehr so aufs Handgelenk, ne? Und da muss ich ja eben ein bisschen vorsichtig sein. Na egal. Jedenfalls habe ich die ersten sieben jetzt fertig und so in etwa soll es dann aussehen. Wenn es dann mal ganz gefüllt ist, dann sind die Hölzchen halt überall. Ja, so dass man sich da dann drauf packen kann, wenn man das dann möchte. Ob ich heute nochmal losziehe und nochmal so einen fetten Ast suche, weiß ich noch nicht. Kommt auf meine Laune an. Und naja, jedenfalls habt ihr das mal gesehen. So ist der Plan. Und ja, das war erstmal so ein kurzer Zwischenbericht. Ja, wie man da hinten sehen kann, habe ich das erstmal ein bisschen alles beiseite gemacht. Und weil ich einfach ein bisschen mein Wohnzimmer wieder ordentlich haben wollte. Puh. Ja. Und jetzt bin ich hier halt und so. Oh Mann, das Wetter ist so schön, ich habe gar keine Lust. So ist das. Ich denke mal, im Sommer wird dieser Platz hier ganz hervorragend sein, weil hier immer ein bisschen Wind zieht. Ne? Wenn es dann sowieso von der Temperatur her noch höher ist, dann wird das richtig klasse hier oben. Da ist hier immer so eine leichte Brise. Ja. Das wird bestimmt gut. Ach ja. Man wird also richtig mega faul, ey. Das ist echt wahr. Ein bisschen niedrig, ne? Naja, ich habe jetzt auch keine Lust, nochmal aufzustehen. Lass das einfach so. So. Und Durst habe ich. Also, salzig. Salzig war es ja trotzdem, ne? Ja, und das Trapperbett, das läuft mir nicht weg. Die Schwierigkeit dabei ist eben, so eine in einer entsprechenden Dicke eine Stange zu finden, die auch noch eine gewisse Länge hat, ne? Wo ich also weiß ich jetzt, aus dieser hier habe ich sieben Teile rausbekommen. Und das sollte schon so sechs, sieben sollte das Minimum sein. Ne? Also dementsprechend lang ist die halt. Ja, und es ist gar nicht so einfach, das zu finden, ey. Ehrlich. Weil hier oben, das was hier so in der näheren Umgebung liegt, das ist alles schon extrem verrottet. Und da hinten, hinterm Weg,
Da ist dann schon noch ein bisschen mehr am Baumzeugs. Und ja, da liegt so einiges rum. Aber da liegt auch sehr viel alte Tanne und so Krams rum. Ist ja auch an sich ein schönes Holz, aber hat ja alle, weiß ich, 30 cm oder sowas, kommen da irgendwelche dicken Äste raus und die sind so fett, also so. Und da kannst du nichts mit anfangen, ne? Ja. Also, ich mache mir jetzt noch einen Tee, was soll ich sonst anders machen? Ja, ich jetzt mal. Hab doch irgendwie Bock drauf. Ja. Also ich war auch sehr sparsam mit dem Wasser. Hab nur ab und zu mal einen ganz kleinen Schluck davon genommen. Und für, achso, könnte ich ja machen. Dafür, dass ich jetzt schon praktisch seit 10 hier rum eier. Und wir haben es ja 15 Uhr oder so. Na, das sind dann 5 Stunden. Und in den 5 Stunden habe ich zweimal was getrunken. Das ist eigentlich auch schon wieder viel zu wenig. So, aber nicht rummeckern. Der Süße braucht ein bisschen Nachschub. Also werde ich dem das mal geben aus meiner super Spritflasche. Und da freut er sich gleich und gluckert so ein bisschen. Ey Mann, gut, dass ich mir dieses Ding hier angeschafft habe. Es ist so genial. Es geht so fix damit. Na, außer jetzt. Jetzt muss ich zweimal. Wann ist es? Da stecke ich ja normalerweise immer gleich wieder in meine Fototasche zurück. Aber die hängt ja nun am Baum. Und ja. Also muss ich das irgendwo hinlegen, hängen, wo ich es auch immer wieder finde. Ne? Und das ist halt hier vorne am Tisch, ist so ein kleines Ästchen am Ast. Und da kann er echt drauf und da weiß ich wenigstens immer, wo er ist. Oh, ist das schön. Oh. Ja, wenn es jetzt mit Arbeit wieder losgeht, dann bin ich ja eh immer draußen. Und dann, ja, wird es ratzfatz wieder braun. Ding. Irgendwie nervt mich, dass das mein Kopf immer weg ist. Ich bastel mal kurz rum. Klopper, klopper. Hey, so vielleicht? Ja, besser. Oh, kann mich wenigstens mal gerade hinsetzen. Wie gut ist das denn? Oh, direkte Sonne.
So. Jetzt drehe ich mal noch eins. Ob die Greifvögel jetzt auch schon Jungtiere haben, also Junge haben. Keine Ahnung. Oh. Ja. Ja. Dem Jörgi beschleicht gerade eine Not. Ich glaube, es tut Not, dass ich dies dort mal kurz beende. Bis gleich.